Willkommen zu einer brandneuen Folge Minecraft Ultimate. Ja, wollen wir mal eben richtig hier hinsetzen. So, wir schließen heute die zweite Karte ab. Und dann war es das auch erstmal jetzt. So, warte mal, wo müssen wir lang? Genau hier nach unten. So, wir werden also heute wieder nach Hause zurückkehren. Und in den nächsten Folgen werden wir dann wahrscheinlich die Zuckerrohrfarm bauen. So, was wir heute noch machen werden, ist auf jeden Fall ein paar Katzen züchten und eventuell die ein oder anderen Farmen noch erstmal leeren, ja, weil da immer ja einiges daneben geht. Mann, ich muss jetzt wirklich hier das... Ach, das kann doch nicht wahr sein. Was sind das eigentlich für Texturen? Guck mal hier, da fehlt doch was. Warum ist das noch so hellgrün? Fehler. So. So, kann ich hier denn nicht irgendwie normal hoch? Dankeschön. Ich habe euch ja übrigens auch vor ein paar, na oder vor einigen Folgen, sagen wir so, habe ich euch ja diese, da habe ich, ne, ich habe es euch eigentlich vorgestellt, ich habe ja diese neue Adventure Map da geteasert, ja? Das hieß da einfach nur Cave. Super Aussicht hier. Warte mal, ich muss ganz hoch, ne? Ja, und nach längerer Zeit nicht bauen bin ich zu dem Schluss gekommen, dass ich nichts sagen werde. Ja, ich mache eigentlich eine Pause und ich dachte gerade hinten wäre ein Schiffswrack, aber es ist nur die Lampe, die sich im Bildschirm spiegelt. So, ich muss auch noch diese eine Trophäe erlangen, wo ich einen Tag lang nur Seetang esse, ne? Ne, 3 Tage. So, und da ist wieder das weite Meer. Und da muss ich auch noch halbwegs rüber. Wie komme ich jetzt hier runter? Da, so wollte ich doch gar nicht hier runter. Na gut. So, was essen muss ich nicht. Da kann ich, oh ne, da ist ja gar nichts. Da kann ich schon. Wo ist denn eigentlich so eine Unterwasserruine? Also nicht so ein Wassertempel, die habe ich genug gesehen. Ich weiß auch, dass wir hier auf der Map mindestens einen haben. Einen habe ich schon gesehen. Offscreen. Die haben sogar Eisen an der Oberfläche. Aber. Nee, doch, natürlich kann ich das mitnehmen. Kann ich doch nicht mitnehmen. Nee, doch hier natürlich. Diorit kommt weg. So. Ich kann ja gerade schon wieder was fressen. Da hinten haben wir so eine Schlucht und was ist das da vorne? Ist das wieder so ein Korallenriff? Ja, jetzt sehe ich es gar nicht erst. Ich muss so eine Unterwasserruine finden. So, währenddessen kann ich so ein paar bisschen Seetang hier schon mal abmachen. Das kann ich eigentlich auch bei mir abpflanzen, ne? So eine Seetangfarm geht ja auch. Oh mein Gott! So, ich muss hier erstmal was wegwerfen und zwar. Das schnell ein und dann geht das auch ziemlich gut. Sehr schön, guck mal, sogar die Tiere freuen sich hier so ein bisschen. Oh Gott, hab ich das hier bis hierhin abgemacht. So. Okay, das hätten wir auch. Dann gehen wir jetzt in die Richtung hier. Ich schwimme da vielleicht mit Boot jetzt lang. Wo ist mein Boot? Da. Hopp! Da gehe ich alleine rein, ja? Wo sind denn die Viecher? Ich will es nicht wissen. Hey! Wollt ihr gerade mitfahren? Genau. Hopp! So, Rudi Ruder. Sehr gut. Sehr gut, Ruhe. Da greife ich doch gerne zu. Und das steht sogar richtig rum, ne? Ja. Das heißt, hier ist offen. Natürlich liegt es hier unter Wasser. Ich stelle mich hier drauf.
So, das nehme ich hier erstmal ein bisschen mit. Lapis Lazuli, zwei Stück nehme ich auch mal mit. Ach, guck mal, ich habe sogar Seerosenblätter. Ja gut, was werfe ich hier weg? Die Schatzkarte, die kommt weg, die brauche ich sowieso nicht mehr. So, geht's jetzt noch weiter, oder? Ja, natürlich geht's hier weiter. Guck mal hier. Das ist sogar ein volles Schiffswrack. Warte mal, was ist denn hier los? Luft. Verdammt, ich häng fest hier. Und was machst du da? Drück das Wasser mal hier weg. Da habe ich gar keine Blöcke mehr. Hier muss auch irgendwo das Teil hier sein. Wo ist das denn? Da ist es. Denn das brauche ich nicht. Okay, was haben wir hier hinten noch drin? Guck mal, die Katze geht auch nicht ins Wasser rein. Den hier wieder drauf? Nee. So, eine neue Schatzkarte. Soll ich es wagen? Ja. Ein letztes Mal. Das ist genau hier. Guck mal, okay, das kann nicht so schwer sein. Vorne ist es bestimmt hier bei dem Platz, ne? Genau. Es war hier. Also kann schon mal nicht im Wasser sein. So tief ist das eigentlich schon gar nicht. Das ist eigentlich hier auf der Höhe. Aber diesmal habe ich irgendwie ein gutes Gefühl. Darf ich mir die Karte nochmal anschauen? Bisschen mehr da. Ne, ich glaube, da bringt gar nichts. Was war das? Nee. Also unterm Stein ist sie, denke ich mal nicht. So wie das hier aussieht, kann das doch nichts werden. Nee, keine Ahnung, was das hier schon wieder ist. Sieht man sie vielleicht hier? Steht hier irgendwo unter Wasser? Nee. Schade. So, ich muss jetzt pennen gehen, aber irgendwo wieder auf einer freien Fläche. Das bedeutet hier. Nicht platt machen. Hey, die hat mir sogar eine Hasenpfote gebracht. Dankeschön. Und warum ist das? Ah, da war mein Bett. Karte weg. So, warte, ich muss in die Richtung. Hasenpfote, damit kann man doch Glück herstellen, ne? Kann man eigentlich auch Zauberbücher mit so einem Teil da craften? Irgendwie im Amboss oder sowas? Hallo. Vielleicht müssen wir ein bisschen mehr in die Richtung. Da haben wir aber auch gleich gespart. So, und ich glaube, in der nächsten Folge werden wir doch nicht die Zuckerrohrfarm machen. Dafür braucht man nämlich wieder Quarz und dazu muss ich wieder in den Nether rein. Ich könnte auch einfach um den Berg rumlaufen. Aber das mache ich nicht. Rudi, guck mich nicht so an. Du teleportierst dich immer. Ich muss auch hier die ganze Arbeit leisten. Ah, guck mal, wunderschön sieht das doch aus. Da muss ich lang. Dann bleibt doch jetzt lieber hier oben. Geh doch nicht wieder runter, ich bin doch nicht bescheuert. Ich
Bleib schön hier oben jetzt den ganzen Weg entlang. Und jetzt muss ich hier sogar noch runter, verdammt. Nee. Hier lang. Oh, das ist wieder Wasser. Ah! Ah! So. Da in die Richtung. Au. Was ist das hier überhaupt? Oh, großes Loch. Oh, nee! Rudi, was soll das? Ruder, der hat uns beide hier runtergeworfen. Was machen wir jetzt? Guck mal da oben, hier, guckt. Nee, da ist eigentlich gar kein... Da, guck mal, der guckt wirklich, guckt der das an. Dieses Mistvieh. Das Mistvieh, das kriegt heute nichts mehr zu fressen. Ruder, jetzt guck nicht so. Hilf mir hier raus. Sag mal, ich bin nur von Unfähigkeit umgeben. Vor allem dieser Hund. Wo steht er jetzt? Wo ist er? Da! Bam! So, du kriegst alles zurück, Rudi. Hast du diesen Hund? Das ist das letzte Mal, dass ich mir den hier ins Spiel hole. Wenn der mal stirbt, ja, dann hole ich mir garantiert nicht mehr so einen Hund. Guck mal, und jetzt... Nee, 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 das kannst du schön vergessen. Jetzt habe ich hier nichts. Ich wollte jetzt einsperren. Was ist das hier für ein Bodensee? Jetzt muss ich auch noch da drüber. So, so schwimmt man. Was macht Rudi? Der ist gar nicht mehr da. So. Ach Mist. Ich kann schon wieder was. Was ist denn hier passiert? Bruder, hol nicht alles mit, was du siehst. Mach ich auch nicht. Ey, guck mal da, das sieht. Los! Rudi, schwimm in deinen Untergang! Der schwimmt nicht mal ganz, ja. Selbst da teleportiert er sich. Und was ist das hier? Nee, nee, da gehe ich ja gar nicht hin. Ich dachte gerade, da wären Herzen über den Baumstamm. So, den nächsten Berg hoch. Ich erkenne hier gar nichts wieder. Hier sieht irgendwie alles gleich aus. So, da haben wir einen Kürbis. So, warte nur ein bisschen hoch hier. Komm, noch ein kleines bisschen. Okay. So, jetzt nur noch das ganz kleine Viereck und dann haben wir es geschafft. Dann gehen wir schnell nach Hause. Oder halt auch nicht. Ah. Was sind das denn hier für Löcher? So, hier haben wir wieder ein bisschen Lehm. Oh, sorry. So. Man hört ihr das im Hintergrund? Was machen denn die da? Die Bauarbeiter seit 5 Jahren oder sowas. Verdammt. Rudi, da ist die Dunkelheit. Siehst du das? Nee, du siehst das nicht. Da steht der Baum davor. Die Dunkelheit, die kommt näher, Rudi. Sie nimmt uns ein. Da kommen bald die Geister raus. Musst du aufpassen, nicht, dass sie dich noch mitholen, ja? Oder die Aliens. Die kommen mit und beamen dich hoch. So, warte, ich muss da noch hin. Ah, das hier erkenne ich wieder. Dieser Sumpf. So, was ist da denn passiert? So, okay, wir sind fertig, oder? Sieht man so aus. Das heißt, jetzt einfach nur noch in die Richtung. Und erstmal wieder was essen. Was essen. Ab nach Hessen. Mann, porte dich nicht immer vor mich. Was ist das denn? Überall. Rudi, da ist schon wieder die Dunkelhäut. Die Dunkelhäut. Das sind die Dunkelhäutigen drin.
So, hier kenne ich mich doch aus. Da hinten ist unser Dorf. Da ist auch die Dunkelheit. Rudi, sie nimmt uns ein. So. Da vorne ist das Teil. Da ist auch die Dunkelheit. Aber da gehe ich jetzt rein, Rudi. Siehst du, du musst keine Angst davor haben. Aber wenn Rudi da drin ist, habe ich sehr wohl Angst. So, da steht schon wieder. Ah, das ist der gleiche, ne? Ne, der ist auch noch so eins. Wo ist denn der andere hin? Hat er nicht seine Leinen hier irgendwo stehen lassen? So, das wird der Piki Bernia. Nicht der Baum, das Ganze hier. Wohnt hier überhaupt noch? Die versammeln sich all da. Die machen doch gar nichts mehr. Da, was war das denn? Da, ah, das nehme ich jetzt. Gib dann her. Dann halt nicht. Guck das nicht noch an, du Vollidiot. Und wer war das denn? Aha. Na, dann will ich nicht. Nicht weggehen. Oh, jetzt hab ich sogar zwei. Guck mal, hier so eine Katze, die hat noch nie. Bam, 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 bam. Das ist. Das ist doch nicht dein Ernst! Alle Fische sind jetzt weg. Wegen dir. Wahr sein. So. Da vorne sehe ich mein wunderschönes Haus. Und garantiert werde ich da nicht für immer bleiben. Da habe ich zwar jetzt mein Lager gebaut, aber ich werde irgendwann das hinziehen. Wie gesagt, wir werden ja auch noch die anderen Häuser bauen aus den anderen Staffeln. So, da steht immer noch der. Er ist auch noch da, er kriegt auch noch seinen anderen Eisengolem. Hier sind ja nur noch die zwei Bauern da, sonst ist gar keiner mehr da. So, jetzt gucke ich erstmal, ob ich irgendwas hab. Warte mal, irgendeiner wollte hier jetzt auf das Schweinefleisch. Wo ist der Metzger? Du bist das, ne? Nee, der Fischer ist das. Du bist der Metzger. Oh. Nee, halt. So, machen wir das erstmal so. Der hat jetzt hier so ein bisschen, jetzt kann ich dem ja einiges abkaufen. Auch die Kohle. Aber Moment, es gibt immer noch welche. Was machst denn du da? Lass mal den armen Bauern in Ruhe. Level 1 ist der immer noch hier. Das ist der. So, du kriegst ein bisschen Kohle von mir. Du kriegst. Ja, nochmal so was hier. Ach komm, ich brauche noch einmal. Dann gibst du mir die Hose. Was ist mit dir? Level 2. Level 1 immer noch. So, aber so was hole ich mir nicht wieder. Und das hier noch. So. Jetzt hat er doch hier Lagerfeuer und Fisch. Was ist denn das für ein Fisch? Kann ich das nicht sehen? Nee. Oh! Ich verzauber der Angel. Sehe ich auch nicht, was das ist. So, was hast du für Probleme? Du bist Level 2. 2. Seglinde. Oh, Level 1. Im Bücherregal. Jetzt haben wir wieder 7. Aber ich will erstmal Seglinde. Oh, er hat die Lampen. Sie meine ich natürlich, ja, sie. Wird wieder dunkel. Habe ich hier irgendwas jetzt vergessen? Nee. So, Seglinde. Du bist, oh Gott, ganz Level 1. Du kriegst erstmal das hier noch so ein bisschen von mir. Das kriegst du nicht, der Gerber. Schäfer. Ja, der muss immer noch warten auf die Wolle. Aber die Schere habe ich hier noch. Kriegst du noch zweimal die Schere, die nehme ich noch. Der Waffenschmied. Der will noch 3 davon haben. Oder halt die Kohle, dann machen wir es einfach. Nee, eigentlich will ich die Kohle gern behalten. Die will ich wirklich jetzt gern behalten. Er ist schon Level 2. Oh Gott, es wird schon Nacht. Schnell schlafen gehen. So, ich bin wieder da. Na, Morty. So, warte, ihr kommt mir ganz bestimmt nicht ins Haus rein. Rudi? Ja, du bist schon drin. Ja, weißt du was, du kannst mir doch über Nacht wieder was bringen. Da stelle ich mein Bett nicht mehr hin. So, stelle ich jetzt mitten rein. So.
Jetzt gehe ich schlafen. Gute Nacht. Das hat mir nichts gebracht. Na gut. So, wir sind jetzt erstmal wieder hier. Haben leider keine Zeit mehr für die ganzen Sachen. Was macht denn der da? Für die ganzen Sachen. Deshalb werden wir das in der nächsten Folge tun. Da rennt auch nochmal so einer rum. In der nächsten Folge werden wir also hier die ganzen Felder und alles mal so ein bisschen durchgehen. Du setzt dich jetzt mal hin. Und ja, seid gespannt auf die nächste Folge Minecraft Ultimate. Bis zum nächsten Mal, bis dann und rein und ciao.